Keiner möchte sein iPhone geklaut bekommen, aber es passiert leider. Um iPhone-Dieben das Leben schwerer zu machen, solltest du die folgende Einstellung auf deinem iPhone ändern. Wenn jemand dein iPhone gestohlen hat, wird er zuerst versuchen, es in den Flugmodus zu versetzen. Warum? Ganz einfach. Im Flugmodus lässt sich das iPhone nicht mehr mit der Funktion Wo ist orten. Du hast dann keine Chance mehr herauszufinden, wo dein iPhone gerade ist. Den Flugmodus kann man ganz leicht über das Kontrollzentrum aktivieren. Einfach nach unten wischen und auf den Flugzeug-Button drücken. Das Problem dabei, das geht auch, wenn dein iPhone gesperrt ist. Wie änderst du das? Gehe in den iPhone-Einstellungen zu Face ID und Code. Gib dann deinen Sicherheitscode ein, scrolle runter zu Im Sperrzustand Zugriff erlauben und deaktiviere hier den Punkt Kontrollzentrum. Jetzt kann niemand mehr das Kontrollzentrum aufrufen, wenn dein iPhone gesperrt ist. Erst wenn ich mein iPhone entsperre und mit Face ID geht es ja quasi ohne Verzögerung, komme ich wieder in das Kontrollzentrum. Teile diesen Tipp mit deinen Freunden, die ein iPhone haben. Im Falle eines Falles spart euch das viel Ärger, denn